scharf formuliert haben wir in Hartz IV das erste Sklavenheer der Weltgeschichte, welches gezwungen ist, sinnlose Arbeit zu tun. Das gab es, ja? Ja, das erste, welches gezwungen ist, sinnlose Arbeit. Und in den Sanktionierungen mit Hunger und Obdachlosigkeit haben wir ein Zuchtmittel, welches jede noch so berechtigt erscheinende Hilfsmaßnahme des Staates zum existenzbedrohenden Zwangsmittel macht. Artikel 11, Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet, dass man hinfahren kann, wo man will. Mein Satz heißt ja, in der DDR durfte man noch bis an die Grenze des Staates. In Hartz IV ist an der Grenze der eigenen Stadt schon Schluss. Artikel 12, freie Berufswahl, Verbot von Zwangsarbeit. Ich möchte nur mal vorlesen, was Zwangsarbeit ist. Also im Sinne aller Gesetze ist Zwangsarbeit jede Arbeit, die mir unter Androhung von Unannehmlichkeiten aufgezwungen wird und ich sie selber nicht haben will. Ja? So, Unannehmlichkeiten oder es geht ja hier um Leben und Tod. Nichts mehr essen, keine Wohnung und keine Krankenkasse. Ich komme darauf. Wird ein Mitglied der Familie sanktioniert, trifft die Kürzung die ganze Familie, was nichts als Sippenhaft bedeutet. In Not geratenen Eltern werden die Kinder weggenommen, statt dass man die Familien stützt. Im letzten Jahr 50.000 Kinder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutschland weiter einen Weg verfolgen will, der die so mühsam errungenen Menschenrechte außer Kraft setzt und Ängste vor Sanktionen, unwürdiger Arbeit und sozialstaatlicher Totalüberwachung zum Alltag von Abermillionen Menschen macht und fordere deshalb dazu auf, alle gegen die Freiheitlichkeit der Gesellschaft und die individuellen Menschenrechte gerichteten Paragraphen in Sozialgesetzbuch 2 zu löschen, vor allem die Paragraphen 2, 31 und 32 und den Artikeln 1, 2, 6, 11, 12, 13 und 19 des Grundgesetzes wieder uneingeschränkte Gültigkeit zu verschaffen. Yes! Viertens garniert sie die Eingliederungsvereinbarung wieder mit der von mir schon so heftig kritisierten Rechtsfolgebelehrung, die die Menschenrechte außer Kraft setzt, eine Androhung von Folter und physischer Vernichtung darstellt und in jeder Weise mehr als bestrafungswürdig ist. Androhung von Hunger und Obdachlosigkeit, verbunden mit dem Verlust der Krankenkasse, Aberkennung aller bürgerlichen Grundrechte, soziale Totalausgrenzung, Vertreibung in die Vogelfreiheit, gegebenenfalls mit Sippenhaft, wenn man in einer Bedarfsgemeinschaft lebt. Dies alles nur, weil man den sogenannten Kunden zwingen möchte, Vereinbarungen einzuhalten, die ihm von außen aufgedrückt werden und ihn in sinnlose Maßnahmen oder unwürdige Arbeit pressen, ist nichts anderes als Androhung von Folter und physischer Vernichtung, wenigstens der dauerhaften Vernichtung der bürgerlichen Existenz und öffnet die Tore zu jeder Unterwerfung, nicht zuletzt auch das Tor zu Zwangsgehorsam und Zwangsarbeit. Mit der Freiheit und Würde des Menschen ist es seit der Einführung dieses Gesetzes in Deutschland vorbei. Ja? Also, ich möchte nur an den Fall mit Gäskin und Messer erinnern, in dem ein mutiger Polizeioberer den frisch gefassten Kindesentführer Gäskin mit Folter bedrohte, damit der Aussage, wo das von ihm entführte Kind zu finden sei. Obwohl der Polizist in einem unglaublichen Gewissenskonflikt war. Und auf der einen Seite war ihm das Verbot der Folterandrohung absolut bewusst. Auf der anderen Seite stand die Hoffnung gerade durch die Androhung, das entführte Kind vielleicht noch lebend finden zu können. Obwohl er von seinem Standpunkt absolut recht hatte mit der von ihm vollzogenen Folterandrohung, ist er dennoch zur Rechenschaft gezogen, seines Amtes enthoben und mit einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen belegt worden. Der Mörder dagegen hat für die ihm zugefügte Folterandrohung eine kräftige Entschädigung enthalten. Folterandrohung ist bei uns selbst in solch extremen Zweifelsfällen verboten, weil man nicht zuletzt auch durch die Erfahrungen mit der Nazi-Vergangenheit sogenannte Dammbruchurteile verhindern will. Ich frage mich, was würde in Deutschland losgehen, wenn alle Menschen in Hartz IV begreifen würden, was ihnen durch die Eingliederungsvereinbarung angetan worden ist. Wenn sie gegen ihre Fallmanager und alles, was darüber ist, wegen Androhung von Folter, der Folter von Hunger, Obdachlosigkeit und physischer Vernichtung, plötzlich klagen würden und alle Verträge und Sanktionen, die mit dieser Androhung erzwungen wurden, rückwirkend in Frage gestellt sind.
Die Entschädigungszahlungen dürften wesentlich höher liegen als bei Gäfgen. Damit der Androhung keinerlei Straftat, erst recht kein Mord verhindert werden sollte, sondern sie nur ausgesprochen wurde, um unbescholtene Menschen für jeden staatlichen Irrsinn verfügbar zu machen. Außerdem wurde und wird, ebenfalls anders als bei Gäfgen, die Folter in zigtausenden von Fällen nicht nur angedroht, sondern auch vollzogen. Mit auch der Folge, dass es neben der unglaublichen Anzahl von sozial entwurzelten Menschen inzwischen eine wachsende Anzahl von Hartz-IV-, Verzweiflungs- und Hungertoten gibt. Die Zahl der Mauertoten der DDR ist weit überstiegen. Es gibt nur keine offizielle Zählung. Ich sage immer, wer macht jetzt mal endlich eine Webseite hartz-IV-tote.de, wo man die alle mal sammelt. Dann gibt es natürlich Leute, die sagen, na, die hätten ja keinen Ärger mit dem Amt machen müssen, da hätten sie auch überlebt. Da kann man sagen, in der DDR, die hätten ja nicht zur Mauer gehen müssen, da hätten sie auch überlebt. Die stehen auf derselben Stufe, damit das klar ist. Und es gibt wesentlich mehr. In Hamburg hat ein einzelner Rechtsanwalt, da gab es einen NDR-Film um den Rechtsanwalt um Hartz IV. Der Rechtsanwalt hat erzählt, dass von seinen Klienten 30 umgebracht haben. Und die haben mit dem NDR zusammen gerade den vierten noch gerettet. Nur damit das mal klar ist, das ist ein Rechtsanwalt. Es wird einfach nicht darüber geredet. Nee, wir wohnen ja neben der Holtener Hochbrücke. Wissen Sie, da dauern Leute runter. Das wird, kommt nicht in die Zeitung. Die sagen ja nicht, warum sie da runterspringen. Aber es sind genügend. Die also nur, runter. Dass das mal klar ist, was hier läuft inzwischen in Deutschland, ist der Hammer. Und es wird einfach nicht, es wird einfach übergangen. Von der Presse. Ja, da darf man mal fragen, warum von der Presse. Kann man eine Gesellschaft so einrichten, dass man die Leute extra arbeitslos macht und sie dann in Zwangsarbeit bringt? Und in Hartz IV ist alles Zwangsarbeit. Alles. Sobald ich so bedroht bin, selbst, ja, alles Zwangsarbeit. Alles. Ja, und das trifft nicht nur die Hartz IVler, das trifft den Niedriglohnsektor. Hartz IV ist extra eingerichtet worden von einer neoliberalen Lobby um den Herrn Hartz. Die Ämter, die das normalerweise machen müssten, sind völlig ausgeschaltet worden. Extra. Sozialministerium, Justizministerium sind extra ausgeschaltet worden. Ich habe es aus dem Justizministerium höchstpersönlich erfahren. Als ich meinen Brandbrief rausgeknallt, da bin ich da eingeladen worden. Ist geil, wenn man in Berlin wohnt. Ne? Dann haben die mir gesagt, Herr Böse, was Sie da gemacht haben, ist der Hammer. Nicht das ganze Justizministerium, sondern einer, und zwar in leitender Position. Erstens mit dem Brandbrief, Sie verlassen sich vollständig aufs Grundgesetz. Sie machen eine volle Analyse des Problems, sodass kein Interpretationsspielraum besteht. Und Sie rufen am Ende nicht zur Revolution auf, sondern ziehen nur Ihre höchstpersönlichen Konsequenzen. Damit sind Sie absolut auf der sicheren Seite. Cool. Punkt 1. Dann sagt er, Hartz IV abschaffen kann man jederzeit, Grundgesetz abschaffen nicht. Was völlig anderes, klar? Hat er gesagt. Und dann, als wir uns geschieden haben, habe ich gesagt, ja, jetzt gehe ich mal wieder, ich will ja Ihre wichtige Arbeitszeit nicht so lange. Ne? Ja. Und dann sagt er, ich sehe, dass Sie arbeiten, aber wir sitzen hier und es ist genau umgekehrt. Wir sitzen hier und tun das Schiff von einer Seite auf die andere. Da gucke ich den völlig verblüfft an. Dann sage ich, was ist denn hier los? Und dann sagt er, ja, die Politik hat nicht mehr die Möglichkeit und Fähigkeit und auch nicht mehr den Willen, sich ihres eigenen Beamtenapparates zu bedienen. Und dann haben wir über Hartz IV geredet. Und dann hat er gesagt, das ist von der Lobby gemacht und die Politik und die Beamten sind alle außer Kraft gesetzt gewesen. Muss man halt wissen. Die hätten das, hat er gesagt, nie durchgehen lassen. Weil die wären immer in der Pflicht gewesen, das zu überprüfen am Grundgesetz. Hammer. So, das ist die Geschichte. Und laut Bundesverfassungsgericht gibt es in Deutschland ein Ding, jeder muss leben können. Existenzrecht geht vor allem anderen. Und die Frage, wie man eine Gesellschaft einrichtet, dass die Menschen auch gerne mitarbeiten, das ist eine Frage. Das ist eine wichtige Frage. An der Stelle, aber das ist wirklich eine wichtige Diskussion. An der Frage ist bei mir völlig klar, und das sagt selbst das Bundesverfassungsgericht, dass das nicht eingeschränkt werden darf. Dass das Minimum nicht verhandelbar ist und nicht unter Bedingungen gesetzt werden darf. Das sagt das Verfassungsgericht vom Urteil vom 9.2.2010. Ich will jetzt weiterlesen. Also die Entschädigungszahlungen dürfen wesentlich höher sein als bei Gäfgen, weil es war kein Mord und so weiter und nichts, ne? Sondern
Es wurde nur gemacht, um die Leute dem staatlichen Irrsinn zur Verfügung zu stellen. Ja, so. Auch die Strafen, jetzt kommt die andere Richtung, für die Mitarbeiter des Jobcenters und all diejenigen, die darüber stehen, dürften wesentlich höher als bei den Polizisten liegen. Denn ein strafmilderer Zweifelfall wie bei den Polizisten liegt bei ihnen in keiner Weise vor. Ganz im Gegenteil. Die Eingliederungsvereinbarungen, das Recht, die dahinterliegenden Gesetze sind derart ein Schandmal deutscher Rechtsprechung und sie widersprechen so offen dem Grundgesetz, dass sie durch nichts zu entschuldigen sind. Mit Hartz IV ist allerdings ein Gesetz in Kraft getreten, das so wirklichkeitsfremd ist, dass es nicht anders als durch verfassungs- und menschenrechtswidrige behördliche Zwangsmaßnahmen gesichert werden kann. Wissen Sie übrigens, wer der Hauptnutznießer von Hartz IV ist? Die Wirtschaft. Ja. Hartz IV, das muss ich einfach mal sagen, extra grundgesetzwidrig gemacht. Das soll etwas sein, wo die Leute totale Panik davor haben, reinzugehen und auf dem Arbeitsmarkt deswegen sämtliche Löhne und Arbeitsbedingungen runtergezogen werden kann. Und Hartz IV hat die zweite Sache, dass viele der großen Firmen, es ist ja nur ein bestimmter Anteil, eine bestimmte Artung von Firmen, nämlich die Lobbyisten haben, um die Politik zu bestimmen, ne? Die entlassen ihre Leute in Hartz IV und kriegen sie als Leiharbeiter und als Entrechtete wieder. Das ist das Wesen von Hartz IV. Angst als gesellschaftliches Steuerungsinstrument. Im August 2005 erschien im britischen Wirtschaftsmagazin The Economist eine Titelgeschichte zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Das war für viele überraschend, eine sehr positive Darstellung der Standortbedingungen unseres Landes. Die damalige rot-grüne Bundesregierung zitierte diesen Artikel ausführlich und immer wieder in der Wahlkampagne 2005. Im Online-Dienst der Bundesregierung hieß es am 18. August 2005: Deutsche Arbeitnehmer und Gewerkschaften hätten in den vergangenen Jahren ein hohes Maß an Flexibilität bewiesen. Deutschlands Konzerne seien erfolgreich restrukturiert worden und hätten ihre Kosten gesenkt, lobt der Economist. Und weiter. Das britische Wirtschaftsmagazin The Economist ist überzeugt, dass Deutschlands Wirtschaft die Talsohle durchschritten hat und inzwischen wettbewerbsfähiger ist als etwa Frankreich, Italien oder sogar Großbritannien. Auch dank der Reformpolitik der Bundesregierung. Deutschland stehe vor einem starken Comeback, heißt es in der neuesten Ausgabe der renommierten Zeitschrift. Einer der Gründe, der die britischen Beobachter zu ihrer positiven Einschätzung brachte, war Hartz IV. Denn dieses Gesetz habe bewirkt, dass viele Beschäftigte die Folgen eines Arbeitsplatzverlustes stärker fürchten. Dies hat die Position der Firmen bei neuen Lohnverhandlungen gestärkt und die Macht der Gewerkschaften geschwächt. Der Economist hat recht. Die hohe Zahl der Arbeitslosen kombiniert mit der Drohung, nach einem Jahr Arbeitslosigkeit auf das Niveau der Sozialhilfe abzugleiten, hat dazu geführt, dass quasi eine ganze Generation von arbeitenden Menschen ihrer Sicherheit beraubt worden ist, im Falle eines Arbeitsplatzverlustes nicht gleich deklassiert zu werden. Diese Beobachtung der Briten wird auch durch Erhebungen in Deutschland bestätigt. Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger weist in seinem Minderheitsvotum zum Gutachten des Sachverständigenrats vom November 2005 darauf hin, dass der Ersatz der Arbeitslosenhilfe durch das Arbeitslosengeld II zu einer erheblichen Verminderung der kollektiven Absicherung eines Arbeitnehmers im Falle der Arbeitslosigkeit geführt und die Angst vor der Arbeitslosigkeit überproportional erhöht hat. Reformmaßnahmen wie die Entwertung der Arbeitslosenversicherung durch Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe und Reformankündigungen wie jene, den Kündigungsschutz weiter lockern zu wollen, schüren diese Angst noch zusätzlich. Eine durchaus berechtigte Angst. Heide Pfarr, wissenschaftliche Direktorin in der Hans-Böckler-Stiftung, erklärte zu der Absicht der Großen Koalition, den Kündigungsschutz weiter zu lockern: Wir haben angesichts der Zahlen über die Dauer von Anstellungen ausgerechnet, dass 48% aller Entlassungen von der Neuregelung aktuell betroffen wären. Rund 30% aller Beschäftigten werden nie mehr in den Genuss des Kündigungsschutzes kommen. Sie werden immer in sozialer Unsicherheit leben.
Eine ähnliche Wirkung wie die Lockerung des Kündigungsschutzes haben der Abbau der unbefristeten und gesicherten Arbeitsverhältnisse und der Ausbau von Minijobs und anderer sogenannter prekärer Arbeitsverhältnisse. Sie verbreiten Unsicherheit und Angst. Der Economist findet es gut, wenn die Menschen Angst vor Arbeitslosigkeit haben. Und die Bundesregierung ist auch noch stolz darauf. Wie tief sind die Eliten bei uns und bei unseren europäischen Partnern gesunken, dass sie die Zunahme von Angst für etwas Positives halten?